Willkommen zurück auf unserer einsamen Insel. Im Hintergrund hüpfen die Creeper und die Spinnen um die Wette. Wir werden uns heute wieder in die Tiefen begeben und ein wenig in der Gegend herumgraben. Erstmal noch schnell nach dem Feld gucken. Muss ja alles seine Ordnung hier haben. Dann schmeißen wir wieder alles, was wir nicht brauchen, in die große Kiste. Spitzhacken haben wir noch genug, Essen haben wir dabei. Das passt. Und sofort geht's los. Nach unseren lustigen Experimenten mit Lava ganz unten werden wir heute mal ein bisschen was anderes machen. Also nur ein bisschen. Und zwar gehen wir nicht in diesen Minenschacht, sondern machen weiter an der Stelle rum, wo ich schon ja angefangen habe. Ich glaube allerdings, dass ich ein bisschen zu tief gegraben habe für weitere Höhlensysteme. Und dass es deswegen hier so ein wenig unspektakulär ist, wenn man mal von der ganzen Lava, die hier überall rumblubbert, absieht. Da habe ich Eisen vergessen. Das geht ja gar nicht. Ach, schnell die Kohle mit. Und anstatt jetzt hier weiter die Gänge so in die Weiten zu bauen, werde ich mich jetzt einfach von hier aus stufenförmig wieder nach oben ein Stück bauen, weil ich davon ausgehe, dass wir dann eigentlich wieder auf irgendwas treffen müssten. Und dass das ganze Geheule von den Viechern eigentlich eher von oben kam. Das kann man leider nicht so genau rausfinden beim Hören. Wäre jetzt natürlich sehr blöd, wenn wir Lava anbuddeln würden, denn die käme dann hier rausgeschossen. Das wäre, glaube ich, tödlich. Aber ich höre eher Wasser. Redstone. Ja. Kies. Mhm. Okay. Alles unter Kontrolle. Da oben, da sieht es schon aus nach Höhle. Na, machen wir nicht die Hacke kaputt, wenn wir an dem Kies rumfummeln. Sondern holen das mal mit der bloßen Hand raus, beziehungsweise hier mit dem Wassereimer. Und da haben wir doch offensichtlich was angebuddelt. Sehr schön. An dem Spinnennetz da hinten erkennt man, dass wir immer noch am Minenschacht sind. Und ja, hier unten waren wir schon mal. Okay. Ist jetzt also nichts Neues, aber irgendwie ist es verdächtig ruhig hier unten. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Eigentlich der Moment, wo gleich der Creeper von hinten kommt und explodiert. So, wie finde ich denn diesen Eingang hier wieder? Ich ziehe mal hier so eine Cobblestone-Mauer drumrum, damit ich das vielleicht wiederfinde. Bin in so Höhlen immer sehr, sehr schlecht. Verlauf mich gerne. Hier mal eine Mauer. Da kann man immer noch drüber. Okay. Und hier nochmal Lichter drauf. Naja, vielleicht wird's was. So, dann schauen wir uns doch mal um. Was haben wir denn hier so? Das ist schon mal ein sehr schönes Naturschauspiel, was wir hier beobachten können. Hat was. Zum Glück können hier keine Viecher sein. Das ist schon mal gut. Allerdings hier. Ich glaube auch, dass ich die Stelle jetzt schon in mehreren LPs schon gesehen habe. Ist aber irgendwie immer wieder was anderes, wenn man selbst drin ist.
Ja, friedlich fällt hier die Lava von der Decke. Da bauen wir uns mal ein bisschen was Sicheres zum Hochgehen hin. Und ja, was liebe ich, diese Riesenhöhlen. Ach, und da haben wir auch Action. Das wäre es jetzt noch, in die Lava geschossen zu werden. Ich stehe hier gerade saublöd. Da müssen wir in die Offensive gehen. Hier geht's auch runter. Na, herrlich. Nehmen wir uns wenigstens hier eine Trophäe mit. Einen kleinen Goldklumpen. Juhu. Und dann gucken wir mal vorsichtig um die Ecken, was hier sonst noch so rumkriecht. Oh, überall diese Gänge, ey. Da kann man sich ja nur verlaufen. Na, super, ist wenigstens eine Sackgasse. In dem Fall freue ich mich darüber. Was haben wir hier? Man findet hier so viel Eisen, wie man nie im Leben verbrauchen kann. Das ist auch irgendwie lustig. Jedenfalls nicht auf der Insel. So, mir gehen gleich die Fackeln aus. Aber wir haben ein bisschen Holz dabei. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ah, da ist ja der Herr. Ist da noch mehr? Ups. Nö. Nö. Gut. Alles sicher. Sicher. Naja, sicher ist relativ. So, das freut mich doch wieder sehr. Das ist nämlich eine Sackgasse. Oh, mit Cabrio-Dach. Und klappernden Zombies. Aber es hilft ja alles nichts. Mit drei Fackeln da hoch ist natürlich auch mutig. Vorsichtig gucken. Na, wie schaut's, Freunde? Ja. Ist soweit eigentlich ganz verlassen hier. Dann kann ich es mal kurz wagen, ein paar Fackeln zu bauen. Wir sollten tatsächlich mal wieder Kohle mitnehmen. Oh. Da planscht ein Skelett. Na du? Da ist noch jemand ganz anderes. Hallo. Ja, nicht weghüpfen. Ach du je. Noch einer. Oh. Oh, ich hasse diese Creeper. Oh nein. Das Wasser hier ist gerade meine Rettung. Alter Schwede. Oder Finne. Oder Norweger. Wollen ja keinen ausgrenzen hier. Das war jetzt wieder sowas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Aber mich fragt ja irgendwie keiner. So, ist hier noch mehr Kundschaft? Oh ja. Ich glaube, er hat mich gesehen. Was meint ihr? Nicht um die Ecke schießen. Okay, ihr Lieben. Das ist ja jetzt ein bisschen aufregend hier.
So, und ich habe mir überlegt, das ist jetzt einfach zu blöd, wenn ich diesen ganzen Weg wieder zurückrenne, nur um dann wieder die neue Aufnahme zu starten. Deswegen machen wir jetzt hier einen Cut und es geht dann sozusagen direkt weiter mit der nächsten Folge. Bis dann sage ich Tschüss und man sieht sich.